80% der Menschen infizieren sich mindestens einmal mit HPV. Wusstet ihr das? HPV geht uns alle etwas an. Ich möchte einfach mehr aufklären, dass ihr eure Kinder schützen könnt. Ihr habt die Abkürzung HPV zwar schon mal gehört, aber wisst eigentlich nicht ganz, was das so wirklich ist. HPV bedeutet humane Papillomviren. HPV, davon gibt es über 200 Arten und die meisten davon sind ungefährlich. Es gibt aber einige Hochrisikotypen, die sehr negative Auswirkungen haben können. Also viele kennen es ja, dass man Feigwarzen davon bekommen kann. Aber im schlimmsten Fall kann man Gebärmutterhalskrebs bekommen. Deswegen habe ich euch letztens mal in meiner Instagram-Story gefragt, ob ihr Fragen habt zum Thema Geschlechtskrankheiten, aber auch zum Thema HPV. Kann man sich auch während der Schwangerschaft impfen lassen? Ist HPV auch übertragbar, wenn zwei Männer miteinander Sex haben? Gute Frage. Es ist ein bisschen seltener, aber es kann auch bei Jungs zu zum Beispiel Krebs im Genitalbereich kommen. Und wieso schützen Kondome nicht ausreichend? Wie sehen denn so Vorsorgeuntersuchungen für HPV aus? Also kann ich da zum Beispiel zu meinem normalen Hausarzt oder Hausärztin gehen? Man kann sich ja auch gegen HPV impfen lassen. Und was sind die Vorteile von einer HPV-Impfung? Fast die Hälfte junger Frauen in Deutschland sind geimpft gegen HPV. Und bei Männern ist die Quote noch viel, viel, viel niedriger. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch dagegen impfen zu lassen, dann macht das unbedingt. Wir haben den Zugang und wir haben die Krankenversicherung dafür. Deswegen nehmt das gerne wahr.